Servus, grüezi und hallo, herzlich willkommen zurück zu Dead Space. Und wir stehen hier vor dem VIP-Shuttle, das wir allerdings noch reparieren müssen, bevor wir hier die Aufgabe bekommen haben, dass wir den Marker wieder zurück zum Planeten bringen sollen. Klingt nach einer verdammt guten Idee. Die könnte von Kendra sein, die Idee. Und wir sollen hier ins Shuttle. Kann ich die Tür zumachen? Wie jetzt? Ich sag das so, wir sollen hier ins Shuttle. Ach, da! Ach, die Navi-Karten. Aufgabe erfüllt. Die Navi-Karten drin. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Warten Sie da auf mich, ich bin gleich bei Ihnen. Ja. Aufgabe hinzugefügt. Ich bleib jetzt hier drin. Wir haben ja nun in der letzten Folge hier schon eine Umrundung gemacht, alles eingesammelt, was wir finden. Aber ich befürchte, das bleibt jetzt nicht dabei. Aber wir müssen in diesen Raum wieder, weil wir ja das Shuttle wieder in Gang bringen müssen. Also gehen wir jetzt hier wieder brav rein. Und nun müssen wir. Was müssen wir tun? Aktivieren. Shuttle zu Testzwecken zünden. Online. Aufgabe erfüllt. Antrieb zündet. Zündung des Shuttle-Antriebs. Ah. Was? Oh, no, 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 no. Nicht der. Nicht der. Oh, Scheiße. Geh auf. Was sollen wir tun? Da drin bleiben. Das ist der schon wieder, ne? Oh Gott. Jetzt laufe ich dem auch noch voll in die Arme. Lauf! Lauf, 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 Isaac. Lauf. Wow. Scheiße, scheiße, scheiße. Ach, ich habe eine Idee. Ich weiß, was ich tun muss. Alles klar. Ich weiß, was ich tun muss. Glaube ich jedenfalls. Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Scheiße. Jetzt, wo ich weiß, was ich tun muss. Nein. Ja, ich weiß, was ich tun muss. Denke ich mir jedenfalls. Och, Mensch. F-U-C-K. Und sonst so? Sonst alles okay? Bei euch? Bei mir nicht. In dem Moment, wo bei mir, denke ich mir mal, der Groschen gefallen ist, oh, erwischt das Viech mich. Ja. Schön. Kannst du schneller laden, bitte? Ich bin ja nur froh über meine einigermaßen stabilen Frames. Cool. Kannst du schneller laden, bitte? Weil jetzt bin ich so Adrenalin geladen. Jetzt weiß ich, was ich tun soll. Ich will jetzt weitermachen. Na los. Och. La 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 la. Danke. Where am I? I don't know. Ach so. Ja. Ach, alles klar. Okay. Gut. Das hatten wir ja schon mal. Dann können wir jetzt laufen. Zack. Impulsprojektile. Und da ist noch ein Medipack. Und lauf, 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 lauf. Und.
und Plasmaenergie und Lauf, 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 Lauf und Impulsprojektile und Lauf, 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 fein. Lauf, 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 Lauf. Da lap da 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 da. Und die Geräusche, die ignoriere ich jetzt mal einfach. Und Impulsprojektile. Und jetzt einmal da rein. Ja, ich weiß, das muss scheiße sein, mit so einem schweren Anzug durch die Gegend zu laufen. Aber es nützt ja nichts. Impuls. Plasma. Jawohl. Und Impuls. Gut. Nachladen. 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 Ist alles schon nachgeladen. Okay. Ja, ich weiß, was ich tun muss. Ich war da etwas blöd. Moment. Was ist das denn? Ist schon online? Habe ich die Navi-Karten da schon reingemacht? Ich gucke mal eben nochmal nach. Echt? Nee, habe ich noch nicht. So, jetzt Navi-Karten. Ja, bla bla, Aufgabe erfüllt. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Warten Sie da auf mich, ich bin gleich bei Ihnen. Zack, rein da. Ich werde ja versucht zu speichern. Shuttle aktivieren. Ja, ist schon klar. Mann, nun geh doch endlich in Stase, du Scheißteil. Und geh auf die Tür. Mann, lass mich in Ruhe. Ich hab schon verstanden, was ich tun soll. Ja, ja. Komm hinterhergelaufen. Wow. So dicht nun auch wieder nicht. Scheiße. Oh, das ist ein Schneller. So. Och, verpiss dich. Verpiss dich. Ich habe keine Zeit für dich. Mach schon. Mach auf. Lauf, 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 lauf. Geh ihn an. Aktivieren. Och. Damn it, ey. Ach, verpisst euch. Geht weg. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, du nicht, 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 du nicht. Du nicht. Mensch, könnt ihr mal aufhören? Ihr geht mir auf den Keks. Wisst ihr was? Wir sehen uns gleich wieder. Ich mache jetzt alles nochmal von vorne, sammle die ganzen Sachen ein, speichere nochmal ab. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, back in business. Also, ich habe alles nochmal abgesucht, die Navi-Karten eingelegt und jetzt muss ich nur noch die Shuttle steuern, beziehungsweise hier aktivieren und dann kommen die Viechers wieder. Aber ich habe jetzt erstmal den Spielstand wieder so weit gesichert, dass es schneller geht. Aber das Laden, das dauert unwahrscheinlich lange. Das ist so nervig. Auf ein neues. Ja, zünden. Testzündung des Shuttle-Antriebs. Komm mal raus da. Und laufen. Danke. Das sind die Schnellen. Komm her. Wow, scheiße. Geh weg. Laufen, 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 Isaac. Laufen, bitte. Einen haben wir erledigt, einen von den Schnellen. Scheiße. Den haben wir durch den Kopf abgezogen. Manno! Oh, hört doch einfach mal auf hier! Geh weg! Oh, geh doch einfach weg! Mann, die sind ja wie hyperaktiv Kinder! So, lauf, 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 lauf! Renn mal eben nur eine Runde, bitte! Renn mal eben... Oh Gott! Ich sag das so, renn mal eben eine Runde! Lauf! Oh Gott, kommt der jetzt von der anderen Seite? Der ist ja langsam. Och nö! Nicht noch so einer. Och Mann! Lauf mal eben bitte. Och Scheiße! Wie viel kommen denn von denen?
Moment. Laufen! Lauf! Du sollst laufen! Hallo, Isaac! Läufst du jetzt bitte mal? Entschuldigung, wenn ich wieder laut werde, aber kommt da jetzt noch einer raus, dann raste ich aber langsam aus, ne? Moment. Lauf, 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 lauf. Komm, 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 komm. Das muss funktionieren. Das muss einfach funktionieren. Testzündung des Schalterantriebs. Ja, los, los, los. Hat's funktioniert? Sag mir, dass es funktioniert hat. Er ist weg, ne? Ist er weg? Oh Gott. Es hat funktioniert. Da ist der Idiot. Der auch nicht ganz... Funktioniert? Ja, es wird funktionieren. Es ist noch nicht zu spät, das Richtige zu tun. Das Shuttle muss vor dem Start entsichert werden. Da, die Kontrollplattform. Sie müssen die Abdockung durchführen, während ich den Shuttle-Antrieb starte. Genau, und dann fliegst du ohne mich weg. Ganz machen. Beeilen Sie sich. Ich nehme das Shuttle zum Flight Deck, wo der Marker aufbewahrt wird. Ja, war ja klar. Wir können nämlich jetzt hier nicht raus, weil die Steuerung jetzt hier nicht funktioniert. Die Türsteuerung auf einmal nicht mehr, wie man so sieht. Und jetzt müssen wir das drücken und der haut auch ohne ans ab. Dockinghalterung gelöst. Zack, zack, zack. Shuttle-Sicherung gelöst. Mhm. Der ist doch besessen. Keine Ahnung, ob kein verrückt ist oder nicht, aber wir brauchen das Shuttle. Er sollte auf unserer Seite bleiben. Jedenfalls vorerst. Ich bitte dich, der ist besessen. Was immer der auch vorhat, wird zu seinem Besten sein und nicht zu unserem Besten, mal ehrlich. Oh Gott. Und irgendwie habe ich das Gefühl, zieht sich jetzt dieses Kapitel besonders hin. Deswegen habe ich ja irgendwie die Hoffnung, bald durch zu sein. Speichern. Oh Gott. Oh, ich war froh, dass ich das diesmal auf das Richtige gekommen bin, ey. Aber das hatten wir ja schon mal. Da mussten wir das Viech bloß einfrieren. Und deswegen war ich jetzt mal schlau, weil ich mich erinnern konnte, dass wir das ja schon mal hatten in Dead Space. Mit diesem Regenerationsviech. Oh Mann, ey. Ja, wir sollen jetzt einfach wieder zurück. Ja. Ihre Zeit ist gekommen. Fürchten Sie sich nicht. Es besteht kein Grund, sich zu wehren. Viele sind schon vor uns gegangen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir die Reise gemeinsam antreten. Den Tod überwinden und die Zukunft ihren Kurs nehmen lassen. Kommen Sie mit mir und erblicken Sie das Angesicht Gottes. Ach, müssen wir jetzt gegen den kämpfen? Oh Mann, bitte nicht. Oh je. Also was mir aufgefallen ist, vielleicht hat das was ja mit diesen Urinstinkten zu tun, die dann bei solchen Horrorsachen angesprochen werden. Was mir echt aufgefallen ist, ist, dass es wahnsinnig anstrengend ist auf Dauer, sowas zu spielen. Wieso ist denn da jetzt auf einmal auf? Da sollen wir auch nicht hin, aber da will ich jetzt rein. Wenn das schon auf ist. Es ist... Entschuldigung. Ach, guck mal. Es ist sehr, 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 sehr... Wie ist der denn hier rausgekommen, der andere? Ach so, durch die Tür wahrscheinlich. Nee, das ist ja ein Schrank, ist das doch nur, oder nicht? Tatsächlich. Hallo, wie ist der hier rausgekommen? Na, egal. Es ist geistig und nervlich so anstrengend, das zu spielen, dass ich dann, glaube ich, erstmal hier nach dieser Folge eine Pause machen muss.
Wow. Aha. Ach Mensch, dass er direkt hier vor der Tür ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Tja, das ist alles, was von ihm übrig geblieben ist. Und wie eine bessere Welt sieht das nicht aus, mal ehrlich. Ihr seid jetzt selber für euer Schicksal zuständig, dann müsst ihr nicht auf solche Leute hören hier. Ihr seht ja, was dabei rauskommt. Jetzt frage ich mich gerade, da müssen wir aufs Flight Deck zurück, kann das sein? Und wo war der Raum mit der Energiesperre? War der nicht da? Ich bin jetzt nochmal neugierig, ne? Ne, da war... Doch, ich glaube... Aber ich kann hier nicht laufen, ey. Guckt euch das an, so... Und ich drück auf Laufen, wirklich. Aber er rennt auch so, als wenn er sich ekeln würde, ne? Aber ist doch kein Wunder, also würde ich auch. Mal ehrlich. War das nicht hier? Das war doch hier mit dem Raum mit der Energiesperre. Aber da ist da noch nicht überall noch, ach nee, komm. Drauf gepfiffen. Egal, wo der Raum jetzt gewesen ist. Das kann alles nicht so doll sein, wie als wenn wir jetzt einen Energieknoten verkaufen würden und uns einfach die, ja, das ist überhaupt. Ich verkaufe jetzt noch den Energieknoten, werde dann noch ein bisschen Munition sammeln, denn ich denke mir mal, vielleicht ist das jetzt doch Kapitel 10 gewesen und es kommt dann tatsächlich noch ein weiteres Kapitel, weil wir ja jetzt aufs Flugdeck sollen, hat der gute Kain ja erzählt. Und dann mache ich gleich mal eine gepflegte Aufnahmepause, weil mir ist das echt zu anstrengend, das Spiel. Es macht Spaß, aber es ist wahnsinnig, also für mich ist es sehr anstrengend. Inventar. Pass auf. Oh hier, den Halbleiter Rubin. Verkaufen. Sicher. Dann die Strahlenmunition können wir verkaufen. Und die Energiekanone. Energiekanonen-Energie können wir verkaufen. Dann bin ich echt am überlegen, ob ich den Ripper, ich nehme den Ripper jetzt wieder mit, definitiv. Nein. In Safe? Ach, jetzt macht er die, also macht er die auch wieder zurück, okay. So. Weil, dann sammle ich lieber Ripper-Muni ein, als den anderen Scheiß. Gut, und jetzt nehmen wir noch ordentlich, jetzt haben wir wieder 15.000. Ordentlich Plasma-Energie mit. So, und noch ein paar Impulsprojektile. Und Stase haben wir jetzt noch. Wir haben es ja so hingekriegt. Was haben wir noch alles Schönes? Ja, soll erstmal reichen. Wobei, ich habe nur noch ein Medipack. Jetzt war ich eben gerade irritiert. Das sah so aus, als hätte ich dein Gesicht gesehen. In der Glasscheibe. Oh mein Gott. Jetzt dreht sie ganz durch. Shop, hallo? Dann nehmen wir... Oh. Können wir uns gar nicht mehr leisten. Verdammt. Gut, da müssen wir so durchkommen. Ja. Oh, und ich komme mir vor, als wenn wir erst gestern einen Valentinstag gehabt hätten. Aber die Kerzen sind weg. Also die da oben jetzt nicht, da stehen noch zwei Stück. Aber hier waren doch mehr Kerzen. Oh, wo sind denn die ganzen Kerzen hin? Oh Mann. Naja, Valentinstag ist zu Ende, ne? Okay. Ja, tatsächlich. Crewdeck ist beendet. Oh mein Gott, wir haben Kapitel 10 beendet. Könnt ihr das glauben? Ja, dann sage ich jetzt schon mal bis hierhin. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe wünscht euch Lissi. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, Kapitel 10, das Ende aller Tage, abgeschlossen. Dann könnt ihr in der nächsten Folge hoffentlich sehen. Na? Ach so, Fortschritt speichern. Das könnt ihr in der nächsten Folge natürlich auch sehen. Aber in der nächsten Folge geht es weiter mit
Kapitel 11, alternative Lösungen. Ja, aufs Flight Deck geht's. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe wünscht euch. Lissy.